Solidarische Grüße auch aus Eberswalde. Solidarische Grüße aus der Kleinstadt. Wir sind hier, um Dieter Eich zu gedenken. Doch wollen wir auch erinnern an Falko Lüttke, der nur eine Woche später, am 3. Mai 2000, in Eberswalde ermordet worden ist. Falko Lüttke war Punk und in der linken Szene in Eberswalde aktiv. Am Abend des 31. Mai 2000 spricht der Mike B., ein Mitglied der rechten Szene in Eberswalde, an einer Haltestelle auf dessen Hakenkreuz-Tattoo an, welches dieser gut sichtbar am Hinterkopf trägt. Die beiden fahren gemeinsam im Bus Richtung Fino und diskutieren während der Fahrt über Mike Bäthers politische Einstellung. Als sie aus dem Bus aussteigen, lädt Mike B. Falko auf ein Bier ein, angeblich um sich weiter unterhalten zu können. Als Falko Dienst ablehnt, kommt es zu einem Handgemenge. Bäther schreckt und schubst Lüttke, dieser verteidigt sich, bis Bäther ihn so heftig schubst, dass Falko nach hinten auf die Straße fällt, wo er von einem Taxi erfasst wird. Noch am selben Abend verstirbt Falko Lüttke an einem Lungenriss. Bäther wird zunächst wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 6 Monaten verurteilt. In der Revisionsverhandlung wertet der Bundesgerichtshof die Tat jedoch nur als eine fahrlässige Tötung, ohne jeglichen Vorsatz. Das Strafmaß wird im Nachhinein auf 1 Jahr und 8 Monate Haft ohne Bewährung verringert. Die Richter begründen dies damit, dass die rechte Gesinnung Bäthers zwar die Ursache der Tat gewesen sein könnte. Strafverschärfend könne dies jedoch nicht gewertet werden. Im Gerichtsprozess geht es auch um die Frage, ob Falko Lüttke den Täter unnötig provoziert habe, indem er ihn auf seine Tätowierung ansprach. Zwar stellt das Gericht im Laufe der Verhandlung fest, dass Falko nicht aus Provokation, sondern aus Zivilcourage handelt. Doch trotzdem braucht es 15 Jahre, bis Falko Lüttke als Todesopfer rechter Gewalt auch von offizieller Seite anerkannt wird. Bis dahin vertritt die Stadt Eberswalde die Position, dass es sich um einen Streit zwischen gewaltbereiten Jugendlichen mit Todesfolge handelt und spielt damit die politische Dimension dieser Tat hinunter. Bis heute entzieht sich die Stadt einem offiziellen Gedenken für Falko. Ähnlich wie bei Dieter Eich wird hier die Tat verharmlost und verdrängt. Ein Grund für die Verharmlosung ist, dass Obdachlosen wie Punks in der Mehrheitsgesellschaft schnell die individuelle Gestalt abgesprochen wird und stattdessen über die Punks oder die Penner gesprochen wird. Es wird verschwiegen, dass zu all diesen Morden ein entsprechendes Weltbild und der klare Unterschied von Werten und unwertem Leben vorhanden sein muss, welcher zentraler Bestandteil menschenverachtender rechtsextremer Ideologie ist. Verdrängung ist der gängige Weg, um die Auseinandersetzung mit dem Problem einer rassistischen Bewegungen, die noch immer in der Mehrheitsgesellschaft verankert sind, aus dem Weg zu gehen. Aus diesem Grund gilt, früher wie heute, kein Opfer von narzisstischem Mord ist vergessen. Dieter Eich und Falko Lüttke wurden beide aufgrund unterschiedlicher Konstrukte von Ungleichwertigkeit Opfer von Neonazis. Rassismus, Sozialchauvinismus sowie der Hass gegen Linke funktionieren unterschiedlich, doch sie alle haben in letzter Konsequenz tödliche Folgen. Seit den 1990ern hat sich zwar einiges verändert, die Stimmung in Eberswalde oder auch hier in Berlin, doch noch immer sind Angriffe gar allzu normal. Im Jahr 2017 registrierte die Opferperspektive für Brandenburg 171 rechte Gewalttaten. Die Summe aller Körperverletzungen ist die zweithöchste Zahl, die jeweils im Rahmen des Monitorings durch die Beratungsstelle erfasst worden ist. 173 rassistisch motivierte Angriffe, 27 Angriffe durch Rechte auf politische oder vermeintlich politische Gegnerinnen und ein Angriff aus einem sozial-darwinistischen Motiv heraus. Das sind 171 rechte Gewalttaten zu viel. Jeder einzelne Angriff ist einer auf uns alle. Lasst uns die unterschiedlichen Kämpfe der opferrechter Gewalt zusammendenken und gegen die Ungleichwertigkeit und Abwertung von Menschenleben angehen. Lasst uns die Opfer und Betroffene rechter Gewalt nicht vergessen. Ein gutes Leben ist für alle möglich. Alle Leute, alle Leute, alle Leute, alle Leute, alle Leute, alle Leute.